Bundesinnenministerin Nancy Faeser plant ein neues Demokratiefördergesetz. Und schon der Titel sollte einen aufschrecken lassen. Denn wenn Nancy Faeser von Demokratieförderung spricht, dann wird sehr wahrscheinlich das Gegenteil gemeint sein. Florian Warbeck möchte jetzt im Rahmen dieses Gesetzes vor der Bundespressekonferenz nachfragen, was innerhalb dieses Gesetzes eigentlich mit Verhöhnung des Staates gemeint ist. Ich meine, die Regierung zu kritisieren und dabei auch die Regierung zu verhöhnen und verächtlich zu machen und lächerlich zu machen, das ist ja beispielsweise die Aufgabe von Satire. Und wenn so etwas plötzlich zu einem Straftatbestand werden würde, dann hätten wir ein echtes Problem für unsere Demokratie. Naja, aber ich will gar nicht lange drum rumreden. Hören wir uns mal an, wie die Frage von Florian Warbeck konkret lautet. Warbeck. Innenministerin Nancy Faeser hat am 13. Februar auf X unter anderem erklärt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen haben. Bisher war das Verhöhnen, also das Lustigmachen über Staat und seine Institutionen, ja Teil des normalen politisch und medialen Geschehens. Da würde mich interessieren, könntest du vielleicht nochmal konkretisieren, was die Innenministerin mit Verhöhnen meinte? Was sie jetzt strafrechtlich verfolgen will? Ja, also es geht um Rechtsextremisten, so wie das ganze Maßnahmenpaket, was die Bundesinnenministerin hier gestern gleich Was meint Nancy Faeser mit Rechtsextremisten? Denn diesen Begriff, den kann man ja, wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, sehr auslegen. Also ich würde unter Rechtsextremisten Leute verstehen, die beispielsweise Teile der Bevölkerung ausschalten wollen, die Teile der Bevölkerung aus dem Volkskörper entfernen wollen, Leute, die einen Führerstaat anstreben, Leute, die quasi eine faschistische Ideologie haben, das würde ich als rechtsextrem bezeichnen, so wie beispielsweise einige mächtige Politiker in der Ukraine. Aber in Deutschland gibt es meiner Meinung nach keine relevante rechtsextreme Kraft. Also wieso braucht es jetzt ein Demokratiefördergesetz, um gegen den politisch irrelevanten Rechtsextremismus in Deutschland vorzugehen? Also könnte es sein, dass Nancy Faeser den Begriff des Rechtsextremismus hier so beliebig auslegen will, dass er jeden Oppositionellen treffen könnte, der immer irgendwas gegen die Regierung sagt? Stelle vorgestellt hat, um den Kampf gegen Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie geht, insofern ganz klar in dem Kontext. Und dabei hat sie einen sogenannten ganzheitlichen Ansatz vorgestellt, der beispielsweise im Bereich der Verfolgung der organisierten Kriminalität gilt. Und das bedeutet, dass nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, nicht nur die Polizei, der Verfassungsschutz sich sozusagen Rechtsextremisten annimmt, sondern auf Grundlage der Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden auch andere Behörden aktiv werden. Das kann zum Beispiel die Gaststättenaufsicht sein, wenn Rechtsextremisten regelmäßig in bestimmten Gaststätten ihre Treffen abhalten, Konzerte machen, Ähnliches, um sowas zu verhindern. Das ist rechtlich möglich. Jetzt stellt sich doch jedem die Frage, was sind Rechtsextremisten? Und das wollen wir auch verstärkt tun, wie gesagt, auf Grundlage der Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zu rechtsextremistischen Akteuren und Gruppierungen. Auf dieser Grundlage können Informationen auch übermittelt werden an kommunale Behörden. Und vor allem, das sollte man hier vielleicht mal deutlich sagen, das Gaststättenrecht ist die Domäne der Länder. Da hat Nancy Faeser, selbst wenn es gar nicht um solche politischen Gesetze wie dieses hier geht, nichts mitzureden. Also das Gaststättenrecht, das wird von den Ländern geregelt. Und nicht vom Bund. Also auch hier dürfte Nancy Faeser eigentlich gar nicht reinregieren. Behörden an Landesbehörden, die dann entsprechend agieren können, um Rechtsextremisten dort in ihrem Handeln einzuschränken. Zusatz. Ja, mir hat sich jetzt noch nicht ganz erschlossen, was sie mit Verhöhnen meint. Das wird man ja vermutlich verfassungsrechtlich auch nicht nur auf Rechtsextremisten eingrenzen können. Also können Sie kurz noch mal benennen, was wie Verhöhnen hier rechtlich definiert wird? Ja. Also, wie gesagt, das ganze Paket richtet sich gegen Rechtsextremismus. Gemeint sind Gruppierungen, die den Staat, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen, sie in Frage stellen. Das ist auch mit Verhöhnen gemeint. Wir haben ein ganzes Spektrum, insbesondere auch, das sich in den letzten Jahren verstärkt entwickelt hat, die den Staat delegitimieren wollen. So heißt es auch in den entsprechenden Da fällt mir doch Florian Warbecks letzte Frage an Robert Habeck ein. Robert Habeck hat ihm da vorgeworfen, er würde die Demokratie diskreditieren, nachdem er einfach nur eine kritische Frage nach der Kompetenz von Robert Habecks Beratern gestellt hat. Und
Hier geraten wir schon in sehr schwieriges Fahrwasser, wenn Kritik an der Regierung als Diskreditierung der Demokratie oder Delegitimierung des Staates bezeichnet wird und dann entsprechend verfolgt werden soll. Statistiken in den Berichten zur politisch motivierten Kriminalität und im Verfassungsschutzbericht und um genau diese Personen geht es, die letztlich mit Umsturzfantasien, mit grob verfassungsfeindlichen Vorstellungen versuchen, hier ein anderes System nach ihrer Vorstellung zu errichten. Die gilt es zu bekämpfen und das sind diejenigen, die den Staat verhöhnen und gegen die sich das Handeln auch richtet. Gibt es andere Fragen? Das ist schade. Ich hätte doch gerne gewusst, wie man verfassungsfeindlich und rechtsextrem genau definiert. Denn bei Nancy Faeser, da sind wir ja gewohnt, dass sie sehr negative Auslegungen von solchen eigentlich nur auf extreme Randgruppen beschränkten Begriffen findet und dann eine Vielzahl von Oppositionellen darunter fasst, die einem vernünftig denkenden Menschen niemals in den Sinn gekommen wären. Und das dann dazu nutzt, die Opposition weiter überwachen und unterdrücken zu können. Naja. Was soll man zu Nancy Faeser an der Stelle noch sagen? Wie immer, gute Frage von Florian Warbeck für die Nachdenkseiten. Wenn ihr den Kanal Nachdenkseiten noch nicht kennt, dann schaut da gerne mal vorbei. Das ist eine sozialdemokratisch gesinnte Internetzeitung. Und ja, ich sehe, dass die Videos von denen in letzter Zeit immer wieder ankommen. Der Auftritt von Florian Warbeck hat hier 41.000 Aufrufe. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. In den alternativen Medien tut sich was. Und das können wir nur mit Unterstützung bedenken.